Und Silberklaue übernimmt die Führung. Ja, was für ein Vorsprung. Ich glaube, das ist das spannendste Rennen, das die Langustenwoche je gesehen hat. Langusten? Sind die Haie zu beschäftigt? Aber wartet, es sieht aus, als hätte Wuselschweif neue Kraft zum Weitermachen gefunden. Ja, das hat er. Juhu! Euch gefällt das tatsächlich? Halt, Einbrecher, unbefugtes Betreten ist gegen das Gesetz. Verflucht, mein Vorhaben schlug fehl. Cody? Ha, was ist das für ein Schnurrbart? Ich übe für meine Schulaufführung. Ich habe die Rolle des Bösewichts. Bad News Bruce. Aber du bist weder ein Bösewicht noch ein Bruce. Du bist ein Cody Burns. Ich tue so, als ob. Benutze meine Vorstellungskraft. Ihr wisst schon, zum Spaß. Ich kann keinen Nutzen daran erkennen, seine Identität zu fälschen. Die Polizei macht das manchmal im Fernsehen. Sie fangen mehr Bösewichte, wenn sie verdeckt ermitteln. Vielleicht helfen dir diese Detektivfilme beim Verstehen, Chase. Leute, kommt her. Im Museum wurde eingebrochen. Oh, jetzt können wir nicht sehen, wer gewinnt. Komm jetzt, Boulder. Hey, Vorsicht, Bruder. Wenn du den Stein fallen lässt, sind unsere Pläne Schrott. Ich bin ziemlich sicher, Bruder. Das sind sie schon. Evan und Miles, Hände hoch, sofort. Wieso eigentlich nur die Hände, Chief? Ihr habt wohl noch nichts von Docs Anti-Diebstahl-System gehört. Oh doch, ich hab's gehackt. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescue-Bots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue-Bots helfen und retten. Roboter und Räuber. Und tschüss. Ich hoffe nur, ihr habt nicht allzu viel zu tun in nächster Zeit. Ich bin echt froh, dass nur einer von denen redet. Kannst du sehen, wo Evan und Miles sich gerade aufhalten? Nein, ich glaube, sie stören die Kameraübertragung, Dad. Danny, versuch du, die Diebe aus der Luft zu lokalisieren. Kate, such die Straßen ab. Wir kommen hinterher, sobald wir wissen, was gestohlen wurde. Nicht viel, Dad. Sie haben nur ein Stück Mechanit mitgenommen. Es sieht schön aus, aber selten oder viel wert ist es nicht. Normalerweise haben Evan und Miles einen teureren Geschmack. Vielleicht haben wir sie verscheucht, bevor sie etwas Wertvolles gefunden haben. Die haben irgendwas vor. Ich wünschte nur, ich wüsste was. Yo, Mann, Bruder. Zeit, diesen ehrwürdigen Stein auf eine Testfahrt zu schicken. Schön, rot heißt los. Tja, sieht aus, als würde unser Technikzerstörer funktionieren. Und das bedeutet, dass alles mit Schaltkreisen es nicht tut.
Lass uns gehen, Chase. Diese Nacht ist perfekt für ein Manövertraining. Nein, danke. Ich befolge Codys Hinweis und studiere diese informativen, bewegten Bilder. Du siehst dir Filme an. Ich führe Untersuchungen durch. Wie auch immer du es nennen willst. Ich war eine Insel des Gesetzes in einem Ozean voller Verbrechensfällen. Ich habe so lange verdeckt ermittelt, dass mein eigener Chef mich nicht mehr erkannte. Es hat sich gelohnt, denn es bedeutete, die größte Verbrechensserie in Chicago aufzuklären. Verdeckt ermittelt? Ich glaube, jetzt verstehe ich. Ja. Wisst ihr, wo Chase ist? Hab ihn heute noch nicht gesehen. Ich wollte für die Aufführung üben und zeigen, wie viel Spaß so tun, als ob macht. Wahrscheinlich musst du ihm erklären, was Spaß bedeutet. Die Abendluft war schwer. Schwer vom Nebel der Gesetzlosigkeit. Dann kam sie herein. Und fragte mich die eine Frage, die ich nicht beantworten wollte. Wieso ist es so dunkel hier drin, Chase? Gibt es einen Grund, wieso du ohne Licht hier sitzt? Ich benutze die Vorstellungskraft, um meine Ermittlungstaktiken zu erweitern. Ja, okay. Und woher hast du den Hut? Mein Leben ist voller Mysterien. Aus dem Internet. Anscheinend passt die eine Größe wirklich allen. Wow. Ich glaube, jemand versucht, Huxleys Sendung zu übernehmen. Über welche Sicherheitsmaßnahmen sollten wir Bescheid wissen, Bürgermeister? Naja, falls Sie jemals eine unbeaufsichtigte Languste sehen sollten, Schnitt, sofort Schnitt! Da läuft irgendwas schief mit meiner Berichterstattung. Hey, wer seid ihr? Nein, halt! Wer seid ihr? Evan und Miles mögen die Langustenwoche wohl auch nicht. Cody, behalt die beiden von der Kommandozentrale aus im Auge. Team? Rescue Bots, ausrücken zum Einsatz. Das Geräusch meiner quietschenden Reifen hallte über die Landschaft. Chase, erzählst du eine Geschichte? Ich nutze meine Vorstellungskraft, um in der Figur zu bleiben. Dieses Verhalten ist im Film zu 99,8% effektiv bei der Verbrechensaufklärung. Wenn es bedeutet, Evan und Miles zu schnappen, bin ich dafür. Dad, Evan und Miles sind dabei, mit Huxleys Satellitenschüssel abzuhauen. Wozu brauchen sie die denn? Vielleicht wollen sie den Haustiere auf Eismarathon sehen. Daran glaube ich eher nicht, Blades. Ich gäbe alles dafür zu wissen, was die beiden genau geplant haben. Sie sind auf der Russell Street. Du kannst sie an der nächsten Straße abfangen. Haben das alle gehört? Bildet eine Straßensperre. Chase und ich kommen von hinten ran. Und falls wir keine ernstzunehmende Gefahr sind, ist es dieser Stolperdraht. Nicht laufen lassen sollen. Denken die tatsächlich, die könnten Chase als Fluchtwagen benutzen? Das will ich sehen. Jede Sekunde wird Chase auf die Bremse treten. Jetzt gleich. Oder auch nicht. Wo fährt er hin? Chief, tun Sie etwas! Chase ist Opfer eines GTA-Bot-Diebstahls! Aber Blades, niemand kann euch dazu zwingen, etwas zu tun, was ihr nicht wollt. Glaub mir, ich hab's versucht. Du denkst also, Chase wollte mit Evan und Miles aus irgendeinem Grund fliehen? Ach, er hat sich komisch verhalten in letzter Zeit. Mir ist nichts aufgefallen. Seine Optik war sauber, sein Funkenpuls normal. Wir können das ganz schnell herausfinden. Polizeibot, deine Koordinaten. Chase ignoriert den Chief? Er möchte wohl eher seine Identität nicht vor diesen Dieben preisgeben. Dad! Chase ist in einen Bereich gefahren, in dem alle Kameras aus sind. Er muss einen Plan haben. Wenn er was geplant hätte, hätte er mir davon erzählt. Vielleicht ist es ein geheimer Plan. Nein, Chase würde niemals eine Mission allein durchführen. Irgendwas läuft falsch. Wir haben das Polizeiauto geklaut. Chief Burns wurde gerade schief geburnt. Lasst uns das Baby rausbringen und an die Maschine anschließen.
Polizeibericht. Verdeckte Mission. Etwas sagt mir, dass diese beiden Typen ein so großes Ding zusammenbrauen, dass sie ein extra großes Fass brauchen. Ich will ihren exakten Plan dem Chief vorsetzen. Deshalb bleibe ich hier, bis ich weiß, was sie letztlich als Cocktail servieren. Wenn X anzeigt, wo sie schon waren, dann gehen sie als nächstes zu Docs Labor. Chief, hier Chase Bericht. Die Kommunikationswege sind blockiert. Mein Funkgerät ist so nutzlos wie eine Badehose in der Wüste. Aber vielleicht habe ich draußen... Hey! Was geht ab, Roboter? Und mit wem redest du da überhaupt? Erwarte Befehle. Krass! Sieh dir das an, Bruder. Dieser Haufen Schrott muss alles machen, was wir sagen. Hey, Bullenbot! Verwandle dich in ein Auto! Zurück in einen Roboter! Hüpf auf einem Bein! Mach Liegestütze! Tu so, als wärst du ein Huhn! Oh, Evan, du bist ein böser Bruder. Okay, Roboter, sprich mir nach. Evan und Miles sind meine Programmierer und die Burns sind nur die Verlierer. Evan und Miles sind meine Programmierer und die Burns sind nur die Verlierer. Yeah! Neuer Befehl, Getriebehirn. Stiehl uns Floatium aus dem Labor. Das heißt, beweg dich! Es ist einfach perfekt. Alle Schuld fällt auf diesen Robotertypen und wir bekommen, was wir für unseren Superplan brauchen. Polizeibericht, verdeckte Mission. Ich wusste, dass ich tief drin steckte. Aber der Chief musste wissen, was diese Blutsauger planten. Also musste ich noch tiefer rein. Es wurde Zeit, meine Schwimmflügel auszuziehen. Mach Platz, Trax. Guter Junge. Floatium in Reinform kann alles zum Fliegen bringen. Aber wie passt das in den Plan? Er hat es tatsächlich geschafft. Verwandle dich in einen Autoroboter. Wir behalten dich. Polizeibot! Motor abschalten! Wieso sagst du Chief Burns nicht, was wir dir beigebracht haben? Und zwar sofort! Evan und Miles sind meine Programmierer und die Burns sind nur die Verlierer. Hat Chase uns gerade beleidigt? Ich könnte euch noch viel effizienter dienen, wenn ihr mir euren gesamten Plan verratet. Der Plan ist, bring uns hier raus. Effizient. Aufladen und abfeuern. Wow, was ist da gerade passiert? Ich glaube, Chase mag uns nicht mehr. Entwischen wird er uns jedenfalls nicht. Heatwave, denk nach. Es muss irgendeine Erklärung für Chase Verhalten geben. Er würde sich nie absichtlich gegen uns wenden. Hallo, Dad? Hast du nicht gerade das Gleiche gesehen wie wir? Er wäre nicht der erste Cybertronianer, der die Seiten wechselt. Cody, wohin fährt er? Die Kameras fallen wieder aus. Das manipulieren doch seine neuen Partner. Heatwave, bestimmt ist Chase noch auf unserer Seite. Cody, so denkst du das? Naja, als Chase euch beleidigt hat, hat er nicht seine echte Stimme benutzt. Er tut so, als wäre er ein einfacher Robot. Ich glaube, er ermittelt verdeckt, wie in diesen Detektivfilmen. Könnte sein. Zurück zur Feuerwache, Team. Wir geben Chase noch nicht auf. Auch nicht, wenn er uns bereits aufgegeben hat? Polizeibericht, verdeckte Mission. Meine Partner zu verraten war härter als gefrorene Kaugummis im Winter. Aber es musste sein, um den genauen Plan des Duos zu erfahren. Ah, coole Nummer, Bruder. Mit mehr Floatium. Oh, fast vergessen, unsere Sachen abzuschirmen. Bleib innerhalb des grünen Lichts, Roboter. Außer du willst gegrillt werden wie die restliche Technik dieser Stadt. Während Griffin Rock zurück in die Steinzeit fällt, gehen wir feist shoppen.
Heatwave, melde dich. Es gibt einen Notfall. Exklamation der Frustration. Das Signal ist immer noch blockiert. Und wenn ich die rote Zone betrete, werde ich abgeschaltet. Chase, komm zurück. Ihr werdet sehen. Und wenn er das nicht tut, können wir Bumblebee zu uns bitten. Kate, das ist nicht hilfreich. Danny hat Anrufe wegen eines auffälligen roten Lichts bekommen. Möchte sich das jemand mit ansehen? Ja, klingt super, Dad, aber ich schlag grad Grams Highscore. Melde dich, wenn du mich brauchst. Mir geht's gut! Evan und Miles laufen da draußen rum und ein mysteriöses rotes Licht. Ich bin mir sicher, dass das kein Zufall ist. Wer auch immer dahinter steckt, das Licht kommt näher. Achtung, Rescue-Bot! Ihr müsst auf alle Fälle den roten Strahl meiden. Das ist Chase. Seht ihr? Ich wusste, er lässt uns nicht im Stich. Es könnte aber auch eine Falle sein. Wieso warnt er euch dann erst, wenn er euch in die Falle locken will? Jungs, er wird überhaupt nicht langsamer. Was machst du da? Hau ab! Negativ. Dieses Energiefeld ist das Einzige, was uns vor dem Technikzerstörer schützt. Technikzerstörer? Kommt von dem dieser Strahl? Ja. Evan und Miles wahrer Plan. Lasst es mich erklären. Oh yeah! Highscore! Graham ist sowas von besiegt! Hä? Was? Warte! Cody sagte, habe ich meine Vorstellungskraft benutzt, um verdeckt zu ermitteln. Wir haben nie an dir gezweifelt, Chase. Richtig, Heatwave? Falsch. Einfach abzuhauen hat uns alle in Gefahr gebracht. Und wir haben dich vermisst. Später ist genug Zeit, das alles zu klären. Lasst uns erst diese Strahlschäden prüfen. Und Evan und Miles aufhalten. Aber wie? Wir haben keine Technologie. Nicht mal in der Kommunikation. Und wenn die Bots unter dem Schild bleiben müssen, sind sie keine große Hilfe. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Okay. Wer hat vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen? Fette Beute, Bruder. Holen wir noch mehr. Ich bin seit Jahren nicht auf so einem Teil gefahren. Du wirst genug Zeit zum Üben haben, bis wir in der Innenstadt sind. Ach, na toll. Und wir stehen hier rum und warten, obwohl es Menschen gibt, die gerettet werden müssen. Vielleicht können wir auf andere Weise helfen, indem wir die Quelle des Problems zerstören. Wie sollen wir das denn unter dieser Glocke anstellen? Hier ist nicht mal genug Platz zum Transformieren. Pass auf, dein Fuß! Das funktioniert. Nochmal von vorn, Rescue Bots. Lauf zum Einsatz! Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Vorsichtig, Mr. Harrison. Haben Sie schon mal daran gedacht, zur Arbeit zu laufen? Alles klar, Cody. Dad, da drüben! Straßensperre! Ganz ruhig, Evan. Sie sind nichts ohne Ihre Roboterdiener. Einige von uns können es immer noch auf die alte Tour erledigen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das war demütigend. Ich fand, es war Teamarbeit. Die eigentliche Herausforderung ist es, an den Technikzerstörer dort oben zu gelangen. Ich fliege einfach hoch und... Oh, richtig. Der Schild. Evan und Miles haben das Teil schweben lassen. Wenn wir uns nun vorstellen, dass wir Bösewichte sind wie Sie, könnte uns eine Lösung einfallen. Das ist das Dümmste, das ich jemals... Hallo, ich bin Miles. Ich liebe es zu stehlen.
Ich bin wie Evan. Ich rede überhaupt nicht. Oh, kommt schon, das hilft uns nicht weiter. Wenn ich ein Bösewicht wäre, würden mir bessere Sachen einfallen für die Verwendung von Flotium. Das Flotium! Ich habe gerade bewiesen, dass ich Unrecht hatte, oder? Vorbereiten zum Abflug. Oh, das hier ist lächerlich. Eigentlich ist es ganz schön, mit euch allen zu fliegen. Wir haben es geschafft. Gute Arbeit. Wurde auch bemerkenswert. Vorstellungskraft ist eindeutig eine praktische Sache bei Rettungseinsätzen. Ich hoffe, du weißt auch, wie wir hier wieder runterkommen. Und so wie ein Schwimmbad im Winter wurde der Fall geschlossen. Mit wem redest du da? Die Idee war gar nicht so schlecht, Chase. Aber in Zukunft teile uns deine Pläne bitte mit. Verstanden. Möchtest du meinen gegenwärtigen Plan hören? Möchtest du eine ehrliche Antwort? Cody und ich werden ab heute für die Schulaufführung üben. Zum Glück spiele ich den Guten, mal was anderes. Ich finde, meine Vorstellungskraft wurde für einen Tag genug strapaziert.